Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. It's Rumble Time again. Ja, es ist mal wieder Rumble angesagt. Gilde Nummer 2 gegen Evil is the name. Let's get ready to rumble! So. Auf, los geht's los. 35.000 gegen 16.000. Das ist natürlich jetzt keine Mega-Mördergilde oder sowas. Das sieht man ja jetzt schon. Das kann man relativ schnell hier durcharbeiten, das Ganze. Schauen wir mal, was hier so alles passiert. So, Toad Licking. Dann haben wir hier die den Biegeschule-Abschluss. Bending School, ne? Biegeschule-Abschluss, wie sich das anhört. Wie bescheuert, ey. So, und weiter geht's. Nächstes Match. And now, our next competitor. Atokatok. So. Auf geht's. Come on, baby. Bender's Ducklings. Ja, man. Eugene Belcher. Komm, ist jetzt egal. Dann spielen wir es halt so. Easy ich jetzt auch Jacke wie Hose. Fahrtschool Jimmy Junior hinterher und Atokatok ist besiegt mit 97. Jawohl. And now our next competitor is I cheated. Our next competitor is I cheated. What the hell is going on here? He says he cheated. My God. Ich könnte jetzt hier, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Komm, wir machen das einfach so und dann ballern wir den da oben weg und dann ist das Ding jetzt schon. Soll man da großartig machen? Das ist. I cheated hat so wenig Leben, da ist ja nichts drin. Da steckt ja gar nichts da hinne. Hinne, I cheated. So, also. Nächster Gegner. Who is this man? Scoba Steve. Und wir fangen an mit einer Pawtucket Patriot Ale. Und dann schauen wir erstmal, mit was er dann rauskommt. So, jetzt gibt's diverse Möglichkeiten. Ich könnte den Yachtclub machen, ich könnte den betrunkenen Peter machen, den betrunkenen Hank oder den Whirlpool Bobby. Und ich entscheide mich natürlich für den betrunkenen Peter. So, jetzt, es ist natürlich jetzt alles nicht so doll hier, weil ich keine Kombo-Karte mehr habe, keine Support-Karte. Den Miguel habe ich noch im Deck wegen dem Siege. So, jetzt gucken wir mal hier eine Louise, aber Ballon ist ja gar nicht mal so schlecht, lila Ballonart. So, jetzt cripple ich noch ein bisschen mehr Runde, dann dürfte der gar nicht mehr so viel Schaden machen, nämlich gar nichts mehr. Präsentation und so weiter und so fort. Alle crippeln sie. Und er hat keine Chance mehr. So, also, on the next one, who is the next? Who is our next competitor? Mathieu. Müssen wir mal ganz kurz gucken, das wäre das. Wir können mit dem Bender erstmal anfangen. Das ist, glaube ich, keine allzu schlechte Wahl. Ja, wir könnten natürlich auch Captain Yesterday machen, aber nein, wir machen den da und dann ist das schon einmal ganz gut. Ja, das ist Supermodel. Das ist Supermodel. Ihr könnt gegen Mathieu. So,
Nice one. On now. The next match is coming. He's coming and making his way to the ring. So, let's have a look. Let's Marmalade, wäre eine geile Wahl. Der berauschte Legman ist natürlich auch geil, aber der hat dann keinen Bonus mehr. Das wäre natürlich auch geil. Ich entscheide mich trotzdem für Marmalade. So, weil Marmalade macht jetzt erstmal alles platt. Marmalade macht alles platt. So, und dann haben wir hier den Aufsprüh-Uniform-Fry, wie sich das anhört. Wenn das irgendjemand hört hier, was die Deutschen sich hier für Namen einfallen lassen, für solche Karten, Spray-on-Army-Fries, Aufsprüh-Party. Was? Nee, Fry, was war's? Aufsprüh-Armee-Frei, was? Meine Güte, ey. Das ist ja echt ein Trauerspiel hier. Unglaublich. Kann man sich so einen Namen einfallen lassen? Oh, da oben ist ein Little King Trash Mouth. Da bin ich. Nice. Ich will mich aber nicht kaputt machen. Ich will mich nicht kaputt machen. Aber ich muss. Tut mir leid. Hier komme ich mit Aufsprüh. Uniform Fry. So, und dann ist auch gleich Little King Trash Mouth. Ist jetzt kaputt. So, weiter geht's. Dann, bam, bam. Dann kommen wir mit einem Miguel. Here is the Miguel. And there is in the band. Und da oben, der keine Ahnung, how many boxes. Because I can't read his name. So, weiter geht's. Auf, ab ins nächste Match. Noch drei Stück sind übrig. Drei, three to go. So, TNS 0831. Wir starten mit einem Hank Hill und dann mit dem da. Und dann passiert hier wahrscheinlich jetzt schon gar nichts mehr. Kann ich jetzt schon auf Skip drücken. Oldies mit Süßem. Oh, Oldies with Goldies. Klingt aber irgendwie cooler. Oldies with Goldies klingt auf jeden Fall um einiges cooler als Oldies mit Süßem. Ei. So, noch zwei sind übrig. Zwei haben wir noch. Zwei Stück. Oh, die Automatik ist noch drin. So, jetzt muss ich erst mal gucken hier. Was reiße ich denn hier noch raus? So, Leon Pedard wäre eine Möglichkeit. Wir hätten auch noch den Dolphin Rider Peter. Wir machen den Dolphin Rider Peter und dann nebendran, das machen wir jetzt ganz, ganz geschickt, nebendran spielen wir den Bob. Und dann, ja, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, ne? Das wäre noch eine Möglichkeit und das wäre eine Möglichkeit. Machen wir das hier. Ist doch auch geil. So, dann noch eine Lila und noch ein Irek Lobster und dann haben wir die Cats und dann sind wir hier auch durch. Nur 86, scheiße. Little King Trash Mouth ist traurig. So, einer noch. 8 Minuten noch zu spielen. Quaker heißt der Gegner, Quaker. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, hier den Borobu. Ja, der Bobby ist auf jeden Fall die bessere Wahl. Hier könnte ich natürlich jetzt gleich den First Hit machen. Na, komm, das machen wir auch jetzt. Wir machen jetzt hier den First Hit. Und dann hoffe ich, dass da jetzt nichts Starkes mehr nachkommt. So, dann hier Louise. Oder Louise. Mit einem Leon Petra, der gibt Borobu Addict. Und damit haben wir den mit einer glatten 100 ein Perfect Match besiegt. So, jetzt gucken wir mal, wie schaut's denn überhaupt aus? Wir haben bei denen 30 Aktive nur gehabt. So, und bei uns, gucken wir mal, wir fangen mal ganz oben an. Georgios,
996, Congrats Man, Simal, 931, Streifuchs, 989, Knuckster, 948, Beneather, 979, Gabriel D, 977, Mark Foul, 975, Joan Ricardo, 973, X-Strike, 970, Ruffy Traffy, 970, Zardos, 990, Wovan, 964, Sleepy, 920, Marunga, 960, Snorts, 960, Fanzinho, BR, Nice Greetings to Brazil, man. 995 James, 951 Ililililil, 947 Outlaw Deek, 946 Bobob, 944 Badass Charlie, 933 Albertus, 909 Fritter P, 908 Manu Baja, 902. So, dann geht's weiter. Suarez, Lord Universe, Mark Oliver 500, Tristan, Schmobi, Joseph, Tovelli, Blaze Duter, Anderson, Nina, Quark, Müller, Max Max, Ramsa, Lucria, Raulito, Tony, H, B, Herr Gleich, 2, da kommen ja noch ein paar Pünktchen drauf. Andrelo und Brady, B, mit nur 10 Punkten. Ich, das sowas verstehe ich überhaupt nicht, ne? Also ernsthaft, das ist ein Kampf machen, verlieren bei der Gilde und dann nichts mehr machen. Also. Ja, der wird dann sich auch eine neue Gilde suchen dürfen. So, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.